Das Erste, was ich morgens im Mund haben will. Das sagte er, um Himmels Willen. Du musst hier neu sein. Weiß Präsidentin feiert, dass du von ihrem Büro aus postest? Sie ist nicht mein Boss. Das ist sie, wortwörtlich, nur im rechtlichen Sinne. Ich brauche Kaffee. Ich habe gerade einen Pott gemacht. Komm in der Verwaltung vorbei. Wenn du Zeit hast, ich versorge dich. Kann ich das Mama zeigen? Zukünftige Erstsemester, ihr habt bis zum Ende des Monats, um eure Bewerbung für Kellion einzureichen. Wir freuen uns darauf, euch willkommen zu heißen. Besonders, falls ihr Interesse an unseren Kursen für Schriftstellerei habt, schickt eure Bewerbungen. www. Es tut mir leid, der Kommentar war nicht beabsichtigt, aber ich weiß nicht, wie ich ihn löschen kann. Crosstalk ist noch relativ neu für mich. Ein weiterer Hit von der Erschafferin von Frau Ruf versehentlich ich ihren Zahnarzt immer mit Video an. Aber im Ernst, klick einfach auf das rote X. Ich sehe es nicht, ich rufe dich an. Einige von euch wissen nicht, wann man aufhören sollte. Nettes ja, das Muster. Du hast geschummelt, ich gucke kurz weg und auf einmal fehlen mir Steine. Man muss im Leben und in Spielen aufpassen. Ich verlange eine Revanche. Great eye, Reggie. Champagnesee, grauer Morgen. Das sieht super aus, Kumpel. Weniger Fotos, mehr lernen. Du bist nicht meine echte. Das kommt an den Kühlschrank, wenn du wieder zu Hause bist. Ist das eine Drohung? What a bunch of dorks. Eine halbe Stunde später, alle Nachrichten durchgelesen. Fun Fact über die Geminiden heute Nacht. Die meisten Meteorschauer stammen von Kometen, durch diese stammt von einem, doch dieser stammt von einem Asteroiden. Phaethon 3200. Unter allen Asteroiden im Kreis Phaethon die Sonne mit der geringsten Entfernung. Die Steuerung. Noch ein Fun Fact. Phaethon wurde nach dem Sohn des griechischen Sonnengottes Helios benannt. Er fuhr den Sonnenstreitwagen seines Vaters einen Tag lang und war so beschissen darin, dass Zeus ihn mit einem Blitz tötete. Safi, das ist kein Fun Fact. Mir gefällt es denn nicht, wenn Zeus zuschlägt. Alles Liebe an Toni, den besten Partner aller Zeiten, für das Paket, das er mir für die Klausuren geschickt hat. Die, wie hieß die Tussi nochmal, hat sowas nie für mich getan. OMG Moses, du Lästermaul, du musst das Bild, mit dem du als erst die ganze 2 Monate ausgegangen bist, als wir eine Pause eingelegt hatten, nicht so niedermachen. Verdammt, kleiner Bruder, wasch ihre Schmutzwäsche nicht so öffentlich. Ich wusste nicht mal, dass du und Toni irgendwann nicht zusammen wart. Immer lauterer werden der Sprechchor. An dem Pranger, an dem Pranger, an dem Pranger, an dem Pranger. So viel Text. Ich freue mich zu verkünden, dass die neueste Episode von Get a Clue, die Nummer 1 über wahre Verbrechen auf Crosstalk, an einem Tag über 1000 Mal runtergeladen wurde. Ein neuer Rekord. Danke, dass ich diese Woche dein Gast sein durfte. Es war toll, sich über meine Tage als Bestatter von Kellyanne zu unterhalten und alle heißen Gerüchte aus der Bestattungsindustrie zu teilen. Ich sollte dir danken. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so viele Bestatterleichen verkauft haben. Guckt, Leute, meine Tochter hat einen berühmten Podcast. Aber du blamierst mich im Internet. Und danke. Es gibt noch ein paar Plätze auf der Warteliste für. Memoiren erstellen im Frühling. Meldet euch an, bevor sie voll ist. Alle Hauptfächer willkommen. Ich habe von meinem Studenten nichts als Gutes über diesen Kurs gehört. Danke, Livia. Ich würde mich nicht als Schriftstellerin bezeichnen, aber nach diesem Kurs hatte ich viel mehr Selbstvertrauen beim Schreiben. Sehr zu empfehlen. Du bist eine talentierte Schriftstellerin, Diamond. Keine Anführungszeichen nötig. Schreib weiter. Danke, Professor Hunter. Also jetzt wisst ihr, ich habe mal die Haare wachsen lassen.
meinen Namen umbenannt. Und jetzt bin ich Professor. Nicht zu empfehlen, wenn du Englisch nicht als Hauptfach hast. Ich sagte ausdrücklich, alle Hauptfächer sind willkommen. Das sagen sie, aber es ist so schwer, nur... Das sagen sie, aber es ist zu schwer, nur meine Meinung. Ich habe Englisch nicht als Hauptfach und habe bestanden. Du bist nicht jeder. Ich sehe aber, warum du nicht bestanden hast. Verzieh dich, du Clown. Es ist ihr Kurs. Würde sie nicht wissen, wer willkommen ist? Boah, Real-Life-Twitter-Kommentare. Real-Life. Boah, sind wir auf Twitter? Glückwunsch zum 27. an einem meiner größten Fans, meine Schwester Gladys. Du bist jetzt offiziell alt. Was soll ich mit 28 sagen? Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Weisheit dir das Alter gebracht hat. Ey, 72 ist sie. Okay. Ernst bleiben? Wir spielen es spaßig durch. 27 ist nicht alt, ich schwöre. Kinder heutzutage werden nicht richtig erzogen. Kein Respekt für die Älteren. Liebe dich, die. Diamond, du weißt doch ganz genau, dass man das hohe Alter einer Frau nicht so öffentlich rausposaunt. Hohes Alter? Ich bin nur 2 Jahre älter als du, Vonny. Die älteste Tochter hat es echt immer am schwersten. Oh, es ist schön, dass wir an deinem großen Tag so zusammen sein können, auch wenn wir dieses Jahr meilenweit voneinander entfernt sind. Wish I could have seen the show, Chloe. Zumindest sind sie wohl noch gute Freunde. Wer New Orleans The Big Easy nennt, hat noch nie versucht, den Sound für eine selbst auf die Beine gestellte Show ohne Klimaanlage zu organisieren. Ist wie in der Hölle. Mädel, du bist die Beste, ohne dich hätten wir die Show nie hinbekommen. Zu eurem Glück bete ich abgefahrene Beats an. Nicht meine übliche Szene, aber vielleicht kannst du mich zur nächsten Show mitnehmen? Oh, das kann ich, aber kannst du es verkraften, Chase? Ja. Die Anmeldungen für den Opening Mic Abend sind dürftig, Leute. Meldet euch und ich muss den ganzen Abend Vögelwitze erzählen. Echt? Ein ganzer Abend mit? Nein, aber sie hat einen ganzen Vortrag über Entenpenisse. What? Please, what? Du willst nicht von den. Nein, aber sie hat ein. Oh Gott. Du willst nicht von den Entenpenissen hören. Das hören. Völkerwitze sind tierisch lustig. Okay. The Abraxas is a student society. They do performance art, which as far as I can tell, just means juvenile pranks. Öder Sonntag? Bedrückt dich die Langeweile? Was passiert vor dem Chemielabor? Präsentiert von der Abraxas-Gesellschaft. Aber hallo, Leute, ist das Pisse? Ich glaube, das ist Limonade. Um Gottes Willen, ich will es nur zu meiner Klausur schaffen. Man kann es nicht lesen. Ich schätze, man kann es vom Weltall aus lesen. Oh, wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Beim Feed. Nur zum. Okay, das haben wir schon. Nebula-Reihe. Verlassene Planeten. Aufgenommen mit einer DSLR. Lakeport VT Vanessa. Was für ein Foto. Sieht aus, als könnte es jeden Moment auseinanderfallen. Max schuldet mir ihr Leben. Nebula-Reihe. Abgetreten. Aufgenommen. Okay. Mir gefällt die Kompom. Mir gefällt die Komposition. Meh, work. Was? Es ist ein schönes Foto. Danke. Bowling, Extreme Edition. Interessante Reihe. Wie bist du da reingekommen? Geisterbar.
Sehr schön, Schatz. Hey, das super geheime Foto von Ask Vanessa, nicht die Mutter? Cooles Foto, gruselig. Oh Gott, was ist das? Vermutlich Schimmel. Niemals, das hat jemand mit Sprühfarbe erstellt. Zähne, Zähne, Zähne. Okay. Aber ich hab doch jetzt schon alles, oder nicht? Ausleihe für den Rest des Semesters. Himmelsbestie. Die Kult-Kollabor-Kollab-Blub-Blub-Blub-Blub-Blub. Die Kult-Kollabor-Kollab. Muss was trinken. Ich rede mich fusselig. Ach, schön. Und in dem Sinne könnt ihr jetzt Kanalpunkte bei mir verdienen und für lustige Effekte sorgen. Denn seit neuestem bin ich bei Twitch Affiliate und ich kann hier zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, ob es im Chat angezeigt wird, aber Wassermarsch. Okay, ich glaube, es wird gar nicht im Chat angezeigt. Okay. Aber ich sehe es dann selbst im Chat. Im Overlay wird es leider nicht angezeigt. Zum Beispiel könnte man mir da sagen, trink mal Wasser oder du darfst 5 Minuten lang kein bestimmtes Wort sagen. Ist okay. Reset. Ausleihe für den Rest des Semesters. Himmelsbestie. Die Cult Collaboration von der örtlichen Künstlerin Jackie Price. Und ihrem geliebten Haustier. Gewinner der Kategorie Mixed Media. Im Lakeport Kunstwettbewerb den ganzen Monat lang im Gebäude der bildenden Künste zu sehen. Collaboration mit einem Haustier? Was soll das denn bedeuten? Siehst dir im BK-Gebäude selbst an. Aber nicht DK. Jetzt werde ich gesteinigt. Du solltest hier das Foto hinzufügen, damit wir wissen, wonach wir umsehen sollen. Das ist aber nicht der Sinn der Kunst, Archer. Bin immer noch nicht up to date. Für meine eigene Erbauung und um sicherzugehen, dass ich keine Windmühle attackiere. Sind andere auch in einer 4-Tage-Woche für Kadian interessiert? Oh ja, schieße. Oh ja, scheiße, ja. Gib mir was zum Unterschreiben und ich unterschreibe. Bitte, ich möchte auch unterschreiben. Ich bin dafür. Gib mir die 4-Tage-Woche. Raid, ich bin nur zeitweise, ja klar, und meine Poesie geschieht, wenn sie geschieht. Im Prinzip bin ich dabei, aber wie wahrscheinlich ist es, dass sowas durchkommt? Na, das ist die andere Kiste. Ein zusätzlicher Tag für Forschung oder um bis morgens aufzubleiben, um sich die Sterne anzusehen? Wer würde dazu Nein sagen? Ja, eben. Denk doch mal weiter. Nein. No. Ach, Phoenix, jetzt siehst du mal, was Prism Link auch noch kann. Ich kann zum Beispiel ein Overlay das hier machen. Warum ausgerechnet der Name? Warum ausgerechnet der Name? Dieser Arsch. Ich ist mal nicht nice. Oh Gott. Halleluja. Okay, die Nachricht von Chloe lesen wir als nächstes. Wir sind unterwegs vom Flughafen. Okay, ich treffe euch dort. Ich trete euch dort, genau. Treten tue ich euch auch. Du bist so schnell abgereist. Ist alles okay? Ja. Unsere Reise war toll. Wir lieben dich. Wir sind letzte Woche zurück nach Acadia Bay gefahren. Nach dem Wiederaufbau erkennt man es gar nicht mehr. Sie haben sogar ein Denkmal für jene, die wir verloren haben, errichtet. Wir haben von deiner Ausstellung in Cleveland gehört. Was dagegen, wenn deine Mutter und ich dort aufkreuzen? Hast du was Schönes geplant für deinen Geburtstag dieses Jahr? Alles Gute zum Geburtstag, Max. Wir lieben dich.
Kelly muss dich ganz schön auf Trab halten, wenn wir dich an deinem Geburtstag nicht erwischen können. Wir überlegen wegen einem Familienurlaub dieses Jahr. Wann fangen deine Winterferien an? Wir haben vorhin versucht, dich zu erreichen. Wir haben seit deinem Geburtstag nichts von dir gehört. Wir wollen bloß wissen, dass es unserem Mädchen da draußen gut geht. Sorry, ich werde versuchen, öfters anzurufen. Die Uni ist klasse, doch ich habe weniger Freizeit als gedacht. Aber mir geht's gut. Na, no, das mit dem Controller können wir schnell fixen. So. Hallo, ist doch angebunden. Hey. Komisch. Ich glaube, ich muss das anders machen. Eine Sekunde, ich hole kurz einen anderen Ladestecker. Irgendwie funktioniert das mit dem Laptop nicht. Mit dem Computer. Ach, Controller. Zum Glück habe ich genug Stecker. Wie schon eine Stunde. Krass, wie die Zeit vergeht. So. Und das hier in meinem Controller. Dann sollte es passen. Kann ich nicht gleichzeitig laden und spielen? Finde ich blöd. Finde ich mehr als blöd. Dann nicht. Wir verstehen das. Sehen wir dich dieses Jahr zu Thanksgiving? Du hast am Telefon nicht so toll geklungen, Max. Ich war plus heiser, versprochen. Bist du dir sicher? Hast du mal versucht, mit jemandem über die Katastrophe zu reden, die Katie Bay damals den Erdbogen gleich gemacht hat? Mir geht es gut, wirklich. Hat Mark Jefferson in seinem Unterricht je etwas zu dir gesagt oder dir etwas getan? Nein, hört bitte auf, euch Sorgen zu machen. Ich bin bloß erkältet. Oh Gott. Das sehen wir es. Max frisst alles in sich hinein. Das ist nicht gut. Ganz und ja nicht gut. Uns fallen Dinge auf, Max. Jedes Mal, wenn wir über Acadia oder die Vergangenheit reden. Machst du dicht? Wir hätten dich nie nach Blackwell schicken sollen. Es ist nicht eure Schuld. Es ist auch nicht deine. Du kannst immer mit uns reden, über alles. Wir sind deine Eltern und wir lieben dich, Max. Bitte pass auf dich auf. Wenn die wüssten. Okay, als nächstes wollten wir eigentlich Chloe lesen, ne? Oh Gott. Okay, all die gesagt haben, Winter in Chicago ist unerträglich. Die haben krass untertrieben. Selbst meine Ahnen frieren. Aber mir gefällt's irgendwie. Es ist so kalt, es ist unmöglich, an irgendetwas anderes zu denken. Meine Probleme sind nicht auf magische Weise verschwunden. Sie wurden bloß von einem unmittelbaren und brutaleren Problem ersetzt. Das ist erfrischend. Und Malheur. Chloe, niemand trinkt wirklich Malheur. Du musst nicht alles, was Angst wie Chicago ist, mitmachen. Und du textest mir doch aus einem Hotelzimmer, in dem das Thermostat auf die Oberflächentemperatur der Venus eingestellt wurde, oder? Venus ist zu dieser Jahreszeit echt schön. Kommst du runter oder nicht? Ja, nur noch 5 Minuten. Was soll ich für dich bestellen? Und sag nicht Malheur. Emoji. Max, du weißt doch, Chloe mag keine Emojis. Ich bin früh aufgewacht und sitze unten in diesem niedlichen Café. Und ich dachte mir, was, wenn wir einfach hier leben, Chloe? In Andersonville. Es ist
die LGBT-Nachbarschaft in Chicago und wir könnten einfach bleiben. Meinst du mit bleiben ein paar Monate, ein Jahr? Nein, ich meine permanent. Max, fragst du, ob ich mit dir zusammenziehe für immer am Valentinstag? Scheiße, ist das heute? Tu jetzt nicht so. Sorry, ich hab's echt nicht gemerkt. Das war keine große romantische Geste oder so. Mir gefällt es hier. Mit dir. Ich weiß nicht, das fühlt sich endgültig an. Ja, aber endgültig auf eine gute Art, oder? Sorry, bist du noch da? Oh Gott. Ich muss dich etwas fragen, Max. Und ich stelle es dir bitte von meinem Standpunkt aus vor, okay? Okay. Falls ich Nein sage, spürst du einfach wieder und wieder zurück, bis ich Ja sage? Okay, I know what's going to happen. Das war wohl keine schöne Trennung. Chloe, das würde ich nie. Wie kannst du mich das überhaupt fragen? Max, nie kann man schwer versprechen. Nein, nie gilt für immer. Ich will das hier nicht per SMS diskutieren, okay? Ich sehe dich später. Ja, klar. Kann aber etwas dauern. Ja, ich verstehe. Wo bist du hin? Du hast so friedlich ausgesehen. Ich wollte dich nicht wecken. Das hat dich doch noch nie aufgehalten. Vielleicht schlage ich ein neues Kapitel auf. Das wäre ja was. So stickig und muffig wie das Motelzimmer ist, wundert es mich, dass du nicht frische Luft schnappst. Nee, das Bett riecht noch nach dir. Ich könnte den ganzen Tag hier verbringen. Okay, erstens, du bist verflucht, schmalzig. Du weißt, du liebst es. Und zweitens, das klingt, als ob ich dir was mitbringe. Chloe, ich habe dich nicht darum gebeten, dass du mir etwas mitbringst. Ich weiß, wie du um Dinge bittest, Max. Na, da du gefragt hast. Warum beeindruckst du mich nicht? Primär die Köstlichkeiten, die St. Louis zu bieten hat. Klebriger Butterkuchen und Rippchen dann. Okay, beeindruck mich nicht so schnell. Mir hast du das herbeigezaubert und so fix. Ich wusste, dass du willst, dass ich dir was mitbringe. Also habe ich gegoogelt, während du geschlafen hast. Chloe, du bist echt die Beste. Ja? Ich bin echt was. Das ist so viel der Ex. Nicht mal ich schreibe so viel. Ach du liebes bisschen. Sind alle Texte so? Okay, die ist kürzer. Hallo Maxine, willkommen an der Gallian Universität. Ich bin Dr. Jasmine Fayette. Wir haben uns am Telefon unterhalten, das hier ist bloß ein Zusatz. Ich weiß, alle freuen sich sehr darauf, dich kennenzulernen und zu erleben, was du zu bieten hast. Ich hoffe, dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit. Das tut es. Ich kann Ihnen nicht genug für diese unglaubliche Gelegenheit danken. Kein Grund, so formell zu sein, Maxine. Du kannst mich Jasmine nennen. Ich bin nur Dr. Fayette, wenn ich Spenden sammle. Na dann, danke sehr, Jasmine. Hallo Maxine, Jasmine hier. Ich nehme an, dass du dich gut eingelebt hast und Studenten wie... Fakultät dich gut behandeln. Das tue ich und danke. Der Campus ist wirklich wunderschön und ich kann es kaum erwarten, seine Schönheit auf Film einzufangen. Allein und mit meinen Studenten. Wunderbar, ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sich auf deine Arbeit hier in Kellium freut. Safia hat mir heute beim Mittagessen erzählt, dass ihr zwei blendend miteinander auskommt. Nun, sie hat einen unflätigen Ausdruck dafür benutzt, aber das war der Kern. Sie war in letzter Zeit eher reserviert und es ist bemerkenswert, dass sie durch deinen Einfluss wieder mehr ihr altes Selbst ist. Ihre Tochter ist großartig, Jasmin. Es ist lange her, seit ich jemanden kennengelernt habe, der so interessiert und geistreich ist wie Safi. Wenn überhaupt, muss ich mich bei ihm bedanken. Das weiß ich zu schätzen, Maxine. Es bedeutet mir sehr viel. Max, nie Maxine. Nein, Max, ich wollte mich dafür bedanken, dass du deine Werke dieses Wochenende im Gebäude für bildende Künste ausgestellt hast. Bildende Künste, oh Gott. Sorry. Elternwochenende ist immer ein großes Ereignis.
und alle haben von deiner Fotografie geschwärmt. Du bist eine Bereicherung für unsere bescheidene Institution. Dankeschön, ich weiß nie, wie die Leute auf meine Kunst reagieren werden. Also freut es mich zu hören, dass es so ein Erfolg war. Ich bin nicht überrascht. Ich wusste, dass sie es lieben werden. Hey Max, ich entschuldige mich, falls das hier zu direkt ist, aber Safir deutet an, dass du dieses Thanksgiving vielleicht nicht zu deinen Eltern fährst. Ich weiß, dass Reisen zu den Feiertagen einen in den Wahnsinn treiben kann. Und ich wollte dich einladen, mit Safir und mir zu Abend zu essen. Es ist nicht wirklich ein Feiertag, den wir je gefeiert haben, aber so oder so widerstrebt es mir, dass du allein bist. Und ich weiß, sie sieht das auch so. Vielen Dank, Jasmin. Ich bin im Moment etwas erkältet. Wenn ich mich bis Donnerstag besser fühle, sage ich ihm Bescheid. Natürlich. Hoffentlich bist du bald wieder gesund. Okay, die anderen Texte lesen wir ein anderes Mal durch. Das ist mir zu viel. Ich schaue mich einfach hier mal um. Angeschriebene Notiz. An die Arschlöcher, die ständig die Bilder umdrehen. Hört auf, die Kunst anderer zu ruinieren. Amanda. Gotta love any piece that can make a snowy tree look somehow cozy. Who just does this? Das ist das umgedrehte Bild. Gosh, these are really beautiful. Caladon doesn't have a monopoly on Lakeport's artistic genius, I guess. So, wir können Safi ansehen. Definitiv. Die umgedrehte Bilder richten, okay. Reparieren. Los, Max, sing. Safi says the bands that play here are small but have heart. I'm not sure. Ye? And I cannot stress this enough. Oh. Die schlimmsten Amarsprüche. Okay, das möchte ich mal durchlesen. Oh man, I want to get on the bad pickup line board. I wonder if anyone here knows any good ones I can borrow. Schlimmste Amache der Woche. Du musst der wahre Grund für die Erderwärmung sein. Ich bin so schlecht im Bett. Das musst du erlebt haben. Hast du Wasser in den Beinen? Weil meine Wünschelrute ausschlägt. Oh Gott. Okay. Suppenumfrage. Nächste Woche gibt es senegalische Erdnusssuppe oder Muschelsuppe im Stil von New England. Erdnusssuppe. I've never been able to say no to a good lagoon. Came to a few of my seminars, but I've never seen them hanging out before. How do you do, fellow kids? Pläne für den Ferien? You guys aren't sticking around over Christmas, are you? Let's see. Stay here or go home and let my dad drag me to church 3 times a week. Oh, I'll be here. Besides, a lot of the Abraxas kids stay over break. We've all got tasks to finish. What kind of secret society assigns busy work? The kind that's famous for immature pranks and ragers. So, why do people
will join Abraxas. It just sounds like a lot of stress. The only thing worse than being in Abraxas is not being in Abraxas. If you want any recognition at all. It didn't used to be this way. It used to be about activism and creating art that matters. Now it's mostly for networking and worshiping Vin Lang, the president. Sounds like a bummer. Well, good luck, you guys. Eine Sekunde, geht gleich weiter. Gucken, wie es ist, wenn ich USB direkt in die Xbox anschließe, ob es dann trotzdem macht. Okay, das funktioniert. Darf ich nur nicht am Laptop machen. Oder an anderen, wie Computer, etc. pp. Dann funktioniert das nicht. Machspruch. Lots of calories in that drink. I know a great way to burn them off. Oh Gott. Too old school. But a classic. Maybe that'll get me up there. Dafür haben wir uns ja schon angesehen. Polaroid-Foto. I thought I was Caladon's resident Polaroid taker, but clearly someone else has taken the plunge. Ah, undergrads. Collage Kunstwerk. Mal reparieren. Okay, scheinbar gibt es noch viel mehr davon. Product. Hier kann ich nichts machen. Filmposter ansehen. Hell yeah, Diamond. Way to go. The last time I saw her. Hier kann ich nichts machen. Schau ich mal kurz hier nochmal um. Kann ich noch weitere Bilder hier richten? Nö. Zapfhähne. Wir können uns Zapfhähne untersuchen. Mitgliedsliste. Good beer, good ethics. What else could you ask for? Snapping Turtle. Die Snapping Turtle ist Eigentum von Mitgliedern und wird demokratisch von einem gewählten Vorstand verwaltet. Wir glauben an Bier, Kunst, Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen. Du musst kein Mitgliedbesitzer der Snapping Turtle sein, um das zu genießen, was wir anbieten. Doch uns zu unterstützen bedeutet, dass du die Kunst und eine faire und gerechte Lebensart unterstützt. Boah, es sieht so schön aus hier. Da ist noch ein Bild. Ist auch noch eine Karte. Empfehlungen der Angestellten. Amanda recommends Misery Cult, huh? I can work with that. Die Angestellten der Snapping Turtle empfehlen die neueste Staffel von Dämonenflüsterer. Sadie Braumeisterin. Unser neues Käse-Sandwich mit grünen Apfel. Teddy Koch. Misery Cult, Album der gleichnamigen Band von 1999. Amanda. Wilder Beat. Santis. Und so. Not that having more to talk about or more pickup lines for her chalkboard ever hurts. Oh Gott, wir werden uns blamieren. Robotergemälde. Erstmal reparieren.
should be able to break the ice now. Not that having lore to talk about or more pickup lines for her chalkboard ever hurts. Ja, Max, wir reden gleich noch. Schau mich erstmal hier noch überall um. Ah, yes. The telltale signs of a 10-coffee-all-nighter. Oh Gott, so viel Kaffee ist jetzt nicht gesund. Kann ich hier noch was machen? Nein. Habe ich jetzt die... Ja, ich habe das Nebenziel abgeschlossen. Okay. Mehr über Amandas Interessen erfahren. Kann ich vielleicht mit Safi noch reden? Wir können Anmachsprüche mit Safi machen. Tell me you've got a terrible pickup line to share. Are you a campfire? Because you're smoking hot and I want some more. Oh, you're good.